21. Mai 2008. Wir sind in Salzburg vorm Gusswerk. Da steigt heute das Electronic Motion Festival. Die Leute strömen gerade rein und drinnen ist auch schon ein bisschen was los. Und wir werden jetzt einfach ein paar Stimmen einfangen, was die Leute so von dem Event erwarten. Aus Salzburg und ich bin deswegen da, weil ich am Freitag fast Mitternacht Freikarten gewonnen habe. Wo hast du die gewonnen? Und inklusive Limousine? Nee, das war so ein extra Guti. Ich bin sehr gespannt auf den Mauro Bicotto und auf den John Aquaviva. Okay, ja, viel Spaß und ich hoffe, deine Erwartungen werden erfüllt. Das Event bis jetzt? Ja, ich finde es ganz lässig, das passt schon. Passt schon? Bist du wegen einem bestimmten Act da? Ja, ich habe mir gedacht, dass der da ein Haufen guter DJs, so Mauro Bicotto und die anderen sind mir jetzt entfallen. Aber das passt schon, gute DJs, haben wir gedacht, da schauen wir her, obwohl es sauteuer ist, aber das muss man sich mal geben, das passt schon. Gibt es sonst zu wenig in Salzburg, weil man merkt... Stimmt. Ins Nitro kannst du nicht gehen, ist eh uninteressant, rennen eh nur kleine Kinder umeinander, aber ich glaube, das passt ganz gut. Okay. Bin ich jetzt im Fernsehen? Wo kann ich mir das anschauen? Jahres, Alter. Es gibt nichts Besseres. Glaubst du, dass du die Leute kommen da hast, oder ist es eben weißer Special Event das einmal im Jahr? Ich sage einfach mal drum, es kommt darauf an, wer es macht und wer die Qualität wirklich bringt. Und auch Electronic Motion, dass du sie wirklich und da weiß Electronic Motion, was Qualität wirklich ist und die bringen es an. Schätzen auch die Leute und die sind dazu geleitet da und das ist gut. Okay, ja dann viel Spaß und viel Spaß bei John Aquaviva. Schaut, dass du nicht so viel verpasst. Auf jeden Fall, danke schön. Bitte. Danke. Komm, tschüss.